Cutlet von Bacardi. Unverwechselbar im Geschmack. Gemixt mit Cola oder on the rocks. Premium Black Rum von Bacardi. Wozu zwei Waschmittel? Aber Ariel, für 60 Grad muss sein. Und für die Kochwäsche. Wie? Sie brauchen kein extra Kochwaschmittel, ey. Sie brauchen nur noch Ariel. Die Kochwäsche. Bohren tief rein. Genau wie meine 60 Grad Wäsche. Ariel allein und alles wird nicht nur sauber, sondern rein. Der letzte Schrei. Young Collections von C&A. Algemarinduschen. Das natürlichste Erlebnis, dass man hautnah spürt. Augen zu. Eckes Edelkirsch. Nur Küsse schmecken besser. Oh, hier waren Einbrecher. Ich rufe die Polizei. Und dann machen wir erstmal gründlich sauber. Geht das denn? Na klar, mit Arta frisch und sauber. Das macht gründlich sauber. Und tut den empfindlichen Oberflächen nichts. Irgendwelche Spuren? Na, das wäre ja noch schöner. Arta von Haus aus gründlich. So oder so. Also Vico Toyani, liebe Zuschauer, der begeistert wirklich immer noch. Hier bei RTL Plus saß alles vor dem Fernseher und hat sich die schönen Schnulzen von Vico reingezogen. Und nach so viel Liebe und Musik weiß ich gar nicht, wie ich zu unseren ernsteren Nachrichten überleiten soll. Deswegen mache ich jetzt noch mal einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar möchte ich Ihnen sagen, was das Thema am nächsten Donnerstag an unserem Fitness- und Gesundheitstag sein wird. Und zwar wird zu Gast sein Hademar Bankhofer, unser geliebter Gesundheitsexperte. Und unser Thema wird sein Bekämpfung der Frühjahrsmüdigkeit. Von Kneippkuren hin bis zu diversen Kräutern. Hademar wird Ihnen wieder ganz viele Tipps geben, bin ich ganz sicher. Jetzt kommen wir aber zu jemandem, der überhaupt noch nicht müde ist, frühjahrsmüde schon gar nicht. Angelika Bade mit den letzten Bildern des Tages. Dallas Zeit bei RTL Plus. Wir möchten Sie, liebe Zuschauer, einladen zur nächsten Produktion. Nach Hannover ins Hotel Intercontinental. Karl Dahl erwartet Sie, hat interessante Gäste, zum Beispiel Ina Deter, Gerd Hauke, Peter Brittrell und viele mehr. Also merken Sie sich gut den 6. April Hotel Intercontinental in Hannover. Platzreservierungen unter 0511 169 11. Also liebe Dallas-Freunde, dann sehen wir uns hoffentlich am 6. April Hotel Intercontinental Hannover. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei den Bildern des Tages am späten Abend. In unser aller Brieftaschen, in unseren Portemonnaies ist Revolution angesagt. Die Scheine, ob grün, blau oder braun, haben bald nur noch Sammlerwert. Denn zum ersten Mal seit der Währungsreform vor 40 Jahren werden unsere Geldscheine auf einen Schlag modernisiert. Die ganze Aktion dauert bis in die 90er Jahre, aber als erster ist der blaue dran. Noch ziert ihn das Bildnis von Sebastian Münzer, der Pianistin,
der Pianistin Clara Schumann weichen muss. Die Einzelheiten von Gerhard Dallabona. Die zunehmende Perfektion der Fälscher kostet ihm den Kopf. Weil die jetzigen Geldscheine immer besser nachgemacht werden können, werden sie abgelöst. Die neuen sollen fälschungssicherer und automatenfreundlicher werden. Die alten Banknoten werden aus dem Verkehr gezogen, bleiben aber weiterhin gültig. Obwohl noch alles streng geheim ist, weiß man, dass sie den neuen Fünfer ziehen wird. Die Dichterin und Geliebte Goethes, Bettina von Arnim. Das Rechnen mit dem Zehner überwacht der Mathematiker Karl Friedrich Gauss. Der Zwanziger wird das Konterfei von Annette Droste-Hülshoff tragen. Sie schrieb lyrische Gedichte. Auf den künftigen 50-Markschein freut sich Balthasar Neumann, der bedeutendste Barockbaumeister Deutschlands. Die Herrin des Hunderters, von dem man noch nicht weiß, ob er wieder blau wird, ist die Pianistin Clara Schumann-Wieck. Auf die neue 200-Mark-Note kommt der bedeutende Forscher Paul Ehrlich, der das erste Mittel gegen Syphilis fand. Für den 500-Markschein ist Maria Sibylle Merian, eine Naturforscherin, zuständig. Wohl weil der Tausender eine märchenhafte Sache ist, werden die Gebrüder Grimm darauf zu sehen sein. Ausgesucht wurden die Personen von einer Expertenkommission. Vielleicht sind die meisten Geldscheinköpfe deshalb so unbekannt. Man muss schon im Fachlexikon nachsehen. Tja, das ist noch Zukunftsmusik, aber in der Wirklichkeit hält ein Olivenölskandal die Leute von der Lebensmittelüberwachung Tag und Nacht auf Trab. Allein in Frankfurt haben die Kontrolleure über 13.000 Flaschen Olivenöl sichergestellt, das mit dem giftigen Perchlorethylen verseucht ist. Zuvor waren Perflaschen auch in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg und Bayern entdeckt worden. Die Chemikalie wird normalerweise in Reinigungen benutzt, kann aber auch bei der Spülung der Flaschen verwendet worden sein. Verbraucherverbände warnen vor dem Gebrauch von Olivenöl und diese Sorten sind betroffen. Minerva-Olivenöl von Minerva aus Italien, Olivenöl Spanisch von Carbonelli Cid Corbe, Olivenöl Kaltgepresst von Jean Pignol aus Marseille. Dazu sollten wir eigentlich noch eine zweite Liste.